Ja, Schweißtropfen, ich liebe das. Also. Boah, ich glaube, die Zeiten sind fast vorbei. Ganz selten. Nee. Also, nee, das ist, glaube ich, auch 80er Jahre, ne? Da war das, glaube ich, so gang und gäbe, so, ne? Aerosmith, die Stones, Motörhead, alle haben gerne getrunken, Drogen genommen, aber also, ich musste mal alle nach Hause fahren. Also ich musste immer, immer knien bleiben und immer nüchtern. Und, ja, also, aber ich glaube, es ist deutlich weniger geworden. Schon, oder? Ja, ja. Also ich habe den Tinnitus seit über 30 Jahren. Am liebsten bin ich dann im Tourbus, wenn dann so richtig schön laut ist und der Motor röhrt, dann kann ich endlich schlafen, weil dann höre ich halt die Piepserei nicht. Und, ja. Früher hatten wir immer das Gefühl, die Ohren müssten bluten, nur dann ist es gut. Man hat sich auch damals die Köpfe in die PA-Boxen gesteckt, also als Fan. Dann war man gut. Ja. Ja. Oh, nee. Ja, ganz das Gegenteil. Ja. Ja. Also ich würde sagen, gemein, kein Stück. Das sind die liebsten Menschen der Welt. Grummelig, ach, ja, wenn man ein Bierchen hat und seine Lieblingsband hört, dann ist gut. Und ich meine, nass geschwitzt sein, oh, für mich gibt es keinen schöneren Geruch, als wie wenn ich die Fans toben sehe, nass geschwitzt. Ich kriege manchmal vielleicht noch die Haare von denen ins Gesicht, wenn es keinen Gram gibt. Oh, ja, Schweißtropfen, ich liebe das. Also das ist für mich dann so ein Wohlgeruch. Nö. Nö, ne? Nö. Nee. Oh. Ja, das sagt jemand, der keine Ahnung hat, was alles noch dahinter steckt, oder? Ja. Als Musiker, man muss halt immer gut drauf sein, auf einer Tour jeden Abend voll abliefern. Und das ist hart. Und man muss sich auch um alles andere kümmern. Also ist ja nicht nur auf der Bühne stehen, man muss alles andere im Hintergrund machen und die Platte und Promotion. Und dann muss man auch gucken, dass das alles läuft, dass alles geregelt ist. Und, Und manche Bands bestimmt. Ja, also unser Gitarrist, der trinkt schon mittags gerne ein Bierchen. Ich könnte gar nichts trinken, weil ich würde sofort alle Texte vergessen. Also das ist mit Alkoholpegel bin ich nicht zu gebrauchen. Nee. Finde ich auch nicht. Ach so. Nee. Das ist ja, manchmal benehmen sich die Männer auch besser, ne? Ach, nein. Unsere Fans sind da auch sehr, ja, sehr unterstützend und so. Ne? Und was Neues ist immer super. Ne? Man will ja was Neues entdecken genau. Und so. Ja.